Ja, willkommen zurück zu Child of Light. Wir können ja nicht fliegen und hey, das ist verdammt nice. Wahrscheinlich macht es Sinn, oben lang zu gehen als erstes, aber ich will erst mal unten lang. Ich kann nicht anders. Ach, der Eingang wurde blockiert. Ja, so viel dazu, wir können da gar nicht mehr raus. Okay. Aber wir können von oben auch nach unten, also es ist egal. Wir kommen da eh wieder hin. Das ist alles okay. Was soll ich nur machen? Oder ist jemand? Auch meinen Traum folgen und lachen? Ausrufezeichen wissen wir, das ist eine Quest. Das ist eindeutig. Was ist das hier für eine Tür? Verschlossen. Okay. Verzeiht. Kleine Dame, sahst du den lustigen Ballonsgewimmel? Einhörner, die auf Bällen balancieren? Oder Zelte, die zu den Sternen sich strecken? Meint ihr vielleicht zum Himmel? Ich fürchte nicht. Verflixt, hier sitze ich nun, es ist bizarr. Verzeiht die Frage, aber seid ihr ein Narr? Werft einen Blick auf diese Notiz. Meint ihr etwa jenen Brief? Was ist da gekritzelt, das ich dort sehe? Ach, geh. Wow, das war erzwungen. Das ist Latein, wenn ich es recht verstehe. Rubella, teure Schwester, schwarze Nacht erfasst unser Land. In dunklen Zeiten muss einer erheben seine Hand. Darf ich nicht verstecken in den Wolkenpalast, sondern muss jonglieren mit der Weltenlast. An der Pforte des Todes er strauchelt und fällt, doch tanzend triumphiert er über die Welt. Lachen oder nicht lachen? Das ist hier die Frage. Die Antwort ist klar, mein Traum zu leben, bin ich geneigt. Folge dem Wanderzirkus in die Ebene, bevor er aufsteigt. Liebe Schwester, sei eine Sache gewiss. Ich denke an dich, dein Bruder Tristis. Ach, das ist eine Frau, okay. Tristis brach unseren Akt in zwei, wollte eine Karriere als Einzelgänger, ließ Rubella zurück, mich Lemurias geistreiche Stimme. Meint sie nicht eher Sänger? Wie auch immer, wir haben viel zu tun und verweilen dürfen wir nicht länger. Würdet ihr mich mitzunehmen geruhen? Meine Taschen sind gepackt, finden muss ich meinen Bruder und retten unsere doppelte Nummer. Okay. Akt. Wisse, dieser Weg ist riskant, mit Kreaturen unbekannt in unserem Land. Ich bin ein geübter Artist und komme schon klar mit diesem Quark. Mist. Oh, krass. Gott, die hätte ich ja verpasst können hier oben, oder? Wenn ich jetzt, ich meine, es ist wahrscheinlich, dass du sie findest, aber ganz unoptional ist sie dann irgendwie nicht. Komödie, ja, sie scheint nicht zu reimen, was nicht unbedingt unangenehm ist. Wir haben ja schon genug Reimereien. Mal kurz gucken, was sie so kann. Oh, 6 Fertigkeiten, weil die ihre ganzen... Oh Gott, die haben alle eigene Skilltrees. Wie cool ist das denn? Okay. Ich weiß noch nicht wirklich, was ihre Spielweise ist. Überrumpelung, ein Schutzangriff, eine einzelne dunkle Kreatur. Heilung, also sie kann heilen. Das ist schon mal cool. Schutz vor Leid. Aber sie ist auch nicht schwach. Und sieht jetzt schon, dass sie Skills hat, die offensiv sind. Ist sie eine Art sehr, sehr seltsamer Paladin? Vor Statusleiden schützen ist so seltsam. Man will sie doch eigentlich lieber heilen, oder? In der Regel. Also sie kann jetzt ja schon heilen, also gehe ich erst auf die passiven Werte. Wiederbeleben. Oh, okay. Ich weiß schon, was ich will. Wiederbeleben kann sie. Super. Ich mache erstmal eher die passiven Sachen, weil jetzt, wo sie wiederbeleben und heilen kann. Schutz vor Leid für alles cool, aber wie gesagt, erstmal die passiven Sachen. Finde ich gerade relevanter. Konterheilung. Okay, also eher die Heilerin. Aber sie ist auch relativ tanky. Also Schutzheilerin. Also tatsächlich so ein bisschen Paladin-Priestern-mäßig. Gut. Habe ich auch schon neue Akkulie bekommen? Ne, habe ich nicht. Gut. Okay.
Level 8, die ist sogar schon höher als wir. Erheblich erfahren, ne? Aber guckt euch mal ihre hohe Verteidigung und ihre hohe Magieresistenz an. Sie ist nicht nur die Heilerin, sie ist tatsächlich ein Paladin. Sie ist sehr tanky und kann heilen. Ist das ein Schrein oder dergleichen? Müssen wir wieder Licht machen? Scheinbar nicht. War es ein Geist in der Luft? Ich dachte erst, er müsste jetzt wieder so ein... Nee, geht aber nicht. Nee. Da waren wir schon mal, ja. MP-Sternenstaub. Mach mal den Gegner hier. Oh, neuer Gegner dabei, ne? Das flattert wieder hinten. Wir haben schon von Weitem gesehen, aber noch nicht bekämpft. Das ist auch schwach gegen Feuer, das sieht man jetzt schon, weil das so pflanzenartig ist. Deswegen machen wir als erstes das mit Feuerschlag weg. Und ist überlebt. Oh, die Gegner werden tankiger. Interessant. Ach, Überrumpelung ist der normale Angriff von ihr. Alles klar. Oh, da kann sein Tempo erhöhen. Aber noch fällt er nicht aus, oder? Doch! Au, diese komischen Flugviecher sind verdammt tanky, du. Jetzt kannst du mit einem Flugviecher töten. Komm. Das ist auf jeden Fall auch neue Skills, die Gegner. Okay, geschafft haben wir es aber. Kein Problem. Welch ein bombiges Abenteuer! Würde ich nicht das Zirkusgeschäft betreiben? Wo eine leuchtende Karriere mich erwartet? Würde ich wohl bei euch stehen. Bleiben! Ja, ich wusste es. Bleiben? Tut mir leid, Kamerad. Ich will nichts mehr hören. Ich muss Publikum bezirzen. Meinst du vielleicht betören? Ich hätte mit Sicherheit Sachen im Ort übersehen, die ich hätte jetzt machen können mit der Flugfähigkeit. Es ist einfach nur klar, dass mir das passt. Oh! Eine fällt mir gerade noch ein. Was? Das war ein Angriffsreichweite für den Gargoyle. Ich war doch weit über dem. Die Spinne kann vergiften, das macht mir keinen Spaß. Macht die kein Feuer? Sieht aus wie so waldig aus. Aber hey, das Level Up wäre für beide sogar. Das ist schon okay. So, ich wollte mal hier rein. Weil da drinnen war auf jeden Fall auch mindestens ein Ort, den ich nur durch Fliegen erreichen kann. Und zwar den da oben.
2 ungeschliffene Saphire. Okay. Die können wir, glaube ich, beide mal ihr geben. Dann hat sie nämlich erstmal ein Element im Angriff. Und auch Schutz gegen Wasser, genau wie wir. So, Fertigkeiten haben wir auch noch. Wir lernen mal eben den verbesserten Block. Und sie lernt jetzt so oder so aktive Fähigkeiten und Konterheilung, finde ich ziemlich cool. Sonst war hier nichts mehr in dem Bereich, oder? Ich glaube nicht. Aber ich kann auch hier rausgehen. Gott, hier wird es so viel zu erkunden geben, wenn man will. Harriasses. Sollte mich ja nicht zu sehr verlieren drin. Ich könnte ja so viel unten noch machen. Und hier ist auch eine Tür, wo man reingehen kann. What the fuck? Ein ganzes Gebiet hier hinter, im Ernst? Oh, die Stacheln tun weh. Die Dornranken. Ist fast befürchtet. Kann das sein, dass diese Sternstaubdinger konstant meine, ja, Mana und so weiter erhöhen? Ja. So, du erhöhst deine Lebenspunkte. Du hast mich momentan zu wenige, finde ich. Und du bist anscheinend ja ein bisschen die Heilerin, ne? Und Heiler brauchen MP. Magie permanent steigern, für sie momentan noch relevanter, finde ich, weil sie mehr Angriffe hat. Also magische Angriffe, die auch wirklich Schaden machen. Wichtig ist mit der Reihenfolge, die aufhält, sonst bin ich den Bonus am Ende nicht. Das ist mir schon aufgefallen, ne? Ist hier noch jemand Schatz? Hier, tatsächlich. Ein ungeschliffener Smaragd. Der erhöht meine Max-MP. Nehme ich doch mit. Da hat sie auch ein bisschen mehr MP. Nicht verkehrt, Herr Jemine. Na Gott, das ist ja nicht. Hören wir auf damit. Gut. Das war ein kleines extra Gebiet mit 2 Schätzen, die ich gerne mitnehme. Oh Gott. Männer von hinten, mein Freund. Du bist auch ziemlich stark, deswegen müssen wir dir trainieren. Jetzt die Spinne, vor der habe ich mehr Angst, ehrlich gesagt. Weil ich befürchte, dass sie vergiften kann. Ich hasse sowas. Alter, so viel Schaden. Respekt. Kein Problem. Das Gefühl, dass die Näherin irgendwie mehr Stellerfahrung sammelt. Also, dass sie weniger Erfahrung braucht, um Level zu steigen. So mache ich das eigentlich. Ich heb's mal eben auf hier, weil ich die Heilung brauchen kann. Ja. So. Alter, wo man hier überall hin kann. Ganz ehrlich. Wie hoch kann ich noch? Okay, das war alles gut. Ja, nicht zu viel Zeit tracken, ganz ehrlich. Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich in Relation zu dem Boden bin mittlerweile. Das ist ein bisschen beunruhigend. Hier ist der Friedhof gewesen, ja. Okay, ah gut, dann sind wir noch relativ nah an dem Anfangspunkt. Ich kann auch fliegen jetzt, Kree. Was meinst du davon, ne? Nix? Okay. Ja sein können, dass du denkst, wow, Respekt. Die Spinnen sind dann nur, damit sie mich abfangen, ne? Wenn ich hier rumfliege. Das ist klar. Da war eine Schatztruhe. Da konnte ich damals nicht rüberspringen, meines Erachtens nach. Ich meine, es war auch klar, dass ich sie kann, nicht nur meines Erachtens nach. Ich schätze, Rubine bei Statuswerten einzufügen, bringt, also den, ihr Amuletten bringt wahrscheinlich extra Stärke, oder? Nee, mehr Lebenspunkte.
Ganz ehrlich, dann gebe ich die lieber. Dann kriegst du hier nämlich den. So, und dann gebe ich dir Schutz vor Feuer. Und dafür kriegst du. Du hast ja heute Angstwasser, genau. Das ist ja okay. Wasser bringt was? 5% Chance auszuweichen. Okay, ja. Ich und Chancen und Prozente, du. Nein, danke. So, hier waren auch noch Sachen, an die ich rangekommen bin. Hier unten, meine ich. Na, hier nicht, okay. Aber irgendwo war sowas noch. Finden wir schon. Ach, Wasserfälle bremsen mich also aus, ja? Da ist eine Truhe. Noch mehr ungestümpfte Smaragde. Wir wissen ja auch, dass wir sie verbinden können. Also kombinieren können. Für größere wahrscheinlich. Wenn wir genug von den kleinen haben, können wir wahrscheinlich große erschaffen. Der kämpft immer noch mit. Ein bisschen Training schadet nicht. Level 10 und Level 8. Wo kann man hier eigentlich nicht hin? Shit, Alter. Oh, da ist noch ein Schatz. Ein Heiltolikum. Links zum Altar, der meinte, ja gut, da waren wir schon mal. Gut, alles klar. Ich weiß, ich habe Fertigkeitspunkte, aber ich werde jetzt nicht immer alles sofort verteilen. Muss ich ein bisschen Zeit mitlassen, keine Hektik. So eilig haben wir es nicht. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber sie ist schlimm. Die machen wir auch platt. Der einzige gefährliche ist die Spinne. Er ist platt. Crit, nice. Schöner Crit. Die brauchen wir nicht blenden, das ist Zeit verschwenden. Ja, die Gegner hier können nichts, weg damit. Die werden noch trainiert, glaube ich. Ich versuche ein bisschen die normalen Popelgegner jetzt ein bisschen zu umgehen, die alten. Das ist schon okay, denke ich. Aber ich schätze, die möchte ich gerne mitnehmen. Wir haben noch so einen Wolf da vor uns, ne? Oh, nicht vergessen. Dorn wieder. Mit dem muss man vorsichtig sein. Ach, das habe ich gleich gemacht. Ich wollte. Ja, doch, habe ich wohl. Das bringt Stärke. Okay. Momentan ist sie diejenige, die am physischsten angreift, oder? Sie hat sogar von Natur aus momentan mehr Stärke. Na komm, nimm du das mal eben. So. War ich hier schon mal drinnen? Ja klar, das war der Tempel. Hier muss ich wieder durch. Aber bevor ich hier durchgehe, gucke ich mal ganz kurz die Umgebung hier an. Also die leere Umgebung. Ob hier noch irgendwas ist. Hier zum Beispiel. Ja, hier ist so eine ganze Truhe. Und ein Wolf. Den machen wir doch schon mal. Wir müssen doch gleich die Höhle durchgehen. Wir können über die Höhle drüber fliegen, sieht man gerade. So, Wölfe sind neu, die wollen wir natürlich machen, ne? Ist klar. Was sie so drauf haben. Ist er wohl gegen Feuer empfindlich? Ich glaube nicht. Ist zwar eine Bestie, aber ich mache einfach einen Lichtzauber auf die da hinten. Das ist safe. Alter, war das viel Schaden. Crit. Nice.
Ja, schon fast down, oder? Grüße Blend, keine Ahnung. Ja, wenn sie in der Vorbereitungsphase sind und du triffst sie, dann werden sie auch zurückgeschleudert. Man kann so ein bisschen timen, wenn man möchte. Okay, eine Chance haben die nicht. Sehr schön. Stufenanstieg. Läuft doch. Jetzt sind wir schon wieder hier, bei dem Baum, wo wir reingegangen sind. Cool. Sehr cool. Ach, jetzt sind hier Wölfe aufgetaucht. Interessant. Ja. Wir müssen nicht jeden Gegner mitnehmen. Jetzt sind wir noch morgen hier. Ein bisschen umgucken ist halt schon nice. Da ist auch ein Häuschen. Auch verschlossen. Warum sind so oft Häuschen verschlossen? Noch nie was zu bekommen zum Öffnen. Vielleicht gibt es noch einen Charakter, der ein Dieb ist oder so. Das ist das erste, was mir jetzt einfallen würde. Das ist ein ganzes Dorf voll damit. Da kann ich aber rein. Okay. Oh. Okay. Eine Fischerhütte. Fliegenfischen. Ich kann am Anfang die ersten Dinger zu kombinieren. Ich habe mittlerweile ziemlich viele, glaube ich. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, ich will jetzt nicht wieder ganz zurückfliegen. Ich glaube, die Welt ist recht hintereinander verbunden. Wenn ich jetzt zurückfliege, dann komme ich ganz zurück, oder? Oh, hier ist aber noch was. Ah. Verteidigungssternstaub. Super. Behalten wir erstmal. Falsche Reihenfolge, egal. So, hier war der Wolf drin, ne? Der andere. Ne, hier ist was ganz anderes. Hier kam ich vorher auch nicht rein. Hier kam ich nur hier einfach mal. Wir müssen nicht alle mitnehmen, wie gesagt. So. Haben wir da unten drin? Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Waren wir, ne? Da hab ich schon was drin gefunden und so, oder? Ne, da war nur eine Truhe. Richtig, richtig, klar. Jetzt weiß ich es wieder. Hier ist der komische Schleim wieder. Ich hab ein bisschen Angst immer noch. Lest das selber. Ich glaube, beim Fliegen ist auch zu lesen, das war wirklich wahnsinnig. Da geht es nicht weiter. Okay, gut. Hier war die Höhle mit dem Wolf, glaube ich, irgendwo. Ja, da unten. Wachstumsschub. Warum man durch den Wachstumsschub schneller wird. Naja, muss ja nicht träger und langsamer vielleicht eher werden. Was weiß ich schon. Es macht, glaube ich, viel mehr Sinn, die Leute in dem Moment zu blenden, wenn sie ungefähr genauso dran kommen wie du, damit du ihn unterbrechen kannst. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, als die ganze Zeit so viel zu machen. Nice. Level 9. Unsere kleine Heldin.
Zaubertrank. Okay. Nehme ich. Nehme ich doch gern. Ja, Wölfe sind auf jeden Fall mehr hier. Aber auch die sind kein Problem mehr für uns. Da müssen wir nicht alle von mitnehmen. Die Truhe können wir auch erreichen jetzt. Weitere Heiltonika. Sind wir wieder hier. Am Anfang. War der Altar da unten? Ich weiß es gar nicht mehr. Sind wir unten aufgewacht? Nee. Können wir da unten lang? Ich bin echt mega verwirrt. Ja, können wir. Lass mich in Frieden, böser Wolf. Nee, ist gar nichts mehr, okay. Okay. Kehle. Ist da oben noch jemand Nettes? Ja, ein Gegner. Den machen wir platt. Da ist noch die Truhe auf. Level 10 wäre noch schön, oder? Ich weiß auch nicht. Würde ich genießen. Langsam habe ich den Vogel, weil ich weiß, dass sie gleich drankommen. Okay, das war zu spät. Das wird jetzt zu spät sein, glaube ich. Ja, okay. Die Idee ist schon richtig von mir, aber die Umsetzung war so optimal. Ich hätte den Wolf angreifen müssen, jetzt gerade mit ihr. Ist ja schlimmer gewesen. Egal. Jetzt bremsen wir den Wolf aus, damit sie hier rankommen. Jetzt stoppen wir, lassen es wieder vorlaufen. Jetzt greifen wir an und blenden ihn. Und dann unterbrechen wir ihn nämlich auch. Ja. Oh, er ist gestorben, okay. Ne? Das ist ein dummes Beispiel, aber. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Oh, ein Rubin sogar noch umgeschliffen. Das ist nice. Das ist nice. Ist hier noch was? Irgendwas? Ne. Hier noch auf der rechten Seite? Oh. Aber hier sind wir erwacht damals, ne? Stimmt, ich erinnere mich. Mein Fehler. Kein Grund für großes O. Hier kommen wir her. So, und hier geht's in den Dornwald. Jetzt kommen wir da hoch, wovor nicht hochkam. Siehst du? Und hier ist bestimmt noch was versteckt. Ich gucke mal. Oh. Jotun. Weib, hier kommst du nicht vorbei. Ein Schritt und ich hau dich zu Brei. Los, gib den Weg mir frei, sonst schlage ich dich in zwei. Ich hätte gerne noch gelevelt, ehrlich gesagt. Naja, haben wir noch einen Bossfight heute? Warum nicht? Hätte ich gerne noch vorgelevelt. Mist. Selbst schuld. Kill das mit seinen Hündchen. Erstmal die Ads killen. Oh, verlangsamt. Wie ärgerlich. Ah, ist jetzt ausgewichen. Ich wollte gerade sagen, ich habe eigentlich gut getroffen, aber er ist ausgewichen. Aber vielleicht, wenn ich jetzt blende und angreife. Mal gucken. Ja, klappt. Was klappt? Ja, auch gebrochen. Ich komme mal so klar. Schön. Der ist tot. Oh, das ist gefährlich, dass der Kraft sammelt. Ich glaube, bei Kraft sammeln ist es besonders wichtig, dass ich unterbreche. Damit sie nicht die gesamte Kraft einsetzen können, sie verschwenden tatsächlich. Könnte ich mir vorstellen. Würde Sinn machen. Oh, ein AOE-Angriff, okay. So, du kümmerst dich jetzt um den Riesen, bitte. Dann triff ihn diesmal. Das ist wichtig. Schön. Unterbrochen. Ja,
und unterbrochen. Ja, ja. Stunlocken können wir den so ein bisschen. Schön. Jetzt müssen wir zaubern. Müssen wir leisten. Hau rein. Oh! Wer kontert magische Angriffe? Okay, das ist aber kein Problem. Wir können mit trotzdem Schaden durch, oder? Deswegen heilen wir einfach. Dafür haben wir eine Heilerin. Muss sie geheilt haben. Die macht gut Schaden, der Boy. Erstmal normal angreifen. Sehr schön. Er lässt den Kopf hängen, das gefällt mir. Au. Wenn er trifft, macht er Schaden, ne? Kein Risiko, heilen wir lieber weiter. Schön. Und stirbst du auch bei. Ja, ich wollte gerade sagen. Und damit 10 erreicht, das freut mich. 10. Geburtstag. So, ja. Alles klar. LP-Sternstaub. Cool. Zum Dornbaum. Der Dornbaum, der Dame Hinweis, er ist hier. Nur noch hindurch gelangen müssen wir. Da kann ich erst durchlaufen, okay. Gut, da kann ich jetzt natürlich durchlaufen. Hier oben war ich schon, ne? Da war nichts, oder? Da ist so ein Zettel, so ein Brief. Ha! Bekenntnis Nummer 5, okay. Die vier kamen wohl aus der Dunkelheit. Matilius machte die Natur gnadenlos. Zinbei bestimmte die Meeresfluten los. Rampet verlieh diesem Land Fruchtbarkeit. Ering gibt Gipfeln ein flammendes Kleid. Mancher munkelt in der Entdeckerschoß, lag das Geheimnis der Zeiten so groß und hat die Natur von Wildheit befreit. Ein Funke durchbrach, das Dunkle wird schnell, Licht tanzte über eine Kette, taghell, schwärmte aus, überbrückte die kalte Nacht. Von Stern zu Stern mit dem feurigen Schweif, überspannte er den dunklen Himmelsreif, bis hin zum Morgen, wo das Licht erwacht. 6 Fertigkeitspunkte, das wäre doch gelacht. Ich weiß, very cringy. So, machen wir sie physisch ein bisschen besser, defense-technisch, das freut mich alles sehr. Dann haben wir noch Fertigkeiten bei Madame Joker. Ausweichen, MP-Aufwertung. Hat sie noch andere physische Angriffe? Ich meine, ihre Rundung kann stärker werden, aber nee, hat sie nicht. Sie ist wirklich eher ein Support, ja. Merkt man schon. Ich glaube, ich will lieber Schutz vor Leid alles lernen, als dieses einzelne Schutz vor Leid. Ich glaube, da unten lasse ich erstmal außen vor, wobei man hier die bessere Heilung bekommt. Auf Dauer kann ich das nicht außen vor lassen, das ist mal ehrlich. Okay. Oculi. Ich will ganz kurz mal Oculi gucken. Wahrscheinlich ist die Folge ein bisschen länger. Ich gucke nicht mehr auf die Zeit. Ich will mich da nicht verrückt machen, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt 3 hiervon zusammen mache, kriege ich einen geschliffenen. Sehr schön. Und das haben wir. Wir haben genug, um das bei allen einmal zu machen. Und das sind die übrigen wahrscheinlich, nicht die ausgerüsteten. Das freut mich sehr. Schön. So. Gucken wir doch mal. Dornbaum. Könnte immer noch Feuer sein da, ne? Aber immer ist mal geschliffen in Rubinen. Dann haben wir jetzt noch bessere Feuerkraft. Und du nimmst mal den ungeschliffenen, den geschliffenen Saphir, damit du mehr Wasserkraft hast. Oder Blitzschaden. Nee, beim Wasser. Ist okay. Du kannst ja gegen Blitzschaden vielleicht ein bisschen extra schützen. Gut, dann habe ich die guten Rubinen jetzt auch verteilt. Ich könnte wahrscheinlich noch mehr zusammen craften, aber ich lasse erstmal bei dem, wie es jetzt ist. Bin zufrieden. Ich hoffe, das Spiel übrigens speichert automatisch, denn ich habe es immer noch nicht speichern sehen. Ich kann auch nicht manuell speichern.
Das macht mir ein bisschen Angst. Ich wiederhole wirklich sehr ungerne Sachen. Ich gehe noch zum Dornbaum. Vielleicht macht er damit über einen Speicherpunkt. Okay. Ja, unten rechts. Unten rechts ist der Speicherpunkt. Ich erkenne es gerade. Ja, ja. Okay. Karte. Die Karte von Lemuria steht zur Verfügung. Mit ihrer Hilfe kann man schnell zu bereits besuchten Orten zurückkehren. Schön, dass es auch geht. Die Welt ist recht groß anscheinend. Dann ist es nice, wenn man ein bisschen quick traveln kann. Das ist immer eine Vorstellung, wie groß das hier ist. Da waren wir. Hier sind wir jetzt auf dem Weg zur Ebene. Klippen, gefüllte Lande und das Meer. Interessant. Im Matthäuswald haben wir 24 von 70. Ich sage ja, es gibt da so viel zu entdecken. Für Leute, die gerne Erkundungstouren machen, natürlich ein geiles Game. Ich danke fürs Zusehen. Das reicht für heute definitiv. Hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Child of Light. Bye, bye.